Insel, Schiffe, Mittelaltermucke, ganz klar, hier wird Anno gespielt. Allerdings kein normales. Anno Online ist ein Free-to-Play-Titel von Blue Byte, den man komplett im Browser spielt. Die Mechanik funktioniert grundsätzlich wie bei den echten Annos, also wie 1602, 1503, 1701 und 1404. Anno 2070 lassen wir mal außen vor, das ist ja mit Zukunft und so. Wir kümmern uns vor allem um die Bedürfnisse unserer Bürger, errichten zum Beispiel Produktionsgebäude wie diesen Apfelbauernhof, das ist ja noch super einfach. Gleichzeitig müssen wir unsere Flotte ausbauen, um unsere Bevölkerung auch über See zu versorgen. Das funktioniert allerdings etwas anders als in den herkömmlichen Annos. Warum, das zeigen wir gleich. Wenn wir die immer anspruchsvolleren Bedürfnisse unserer Untertanen brav erfüllen, steigen die Bürger auf. Aus Bauernhäusern werden Handwerkerkarten, die wir zu Kaufmannshäusern und schließlich Adelsvillen upgraden. Dabei ist allerdings ein Gleichgewicht gefragt. Wir brauchen zum Beispiel X Bauernhäuser, um Y Handwerkskarten errichten zu dürfen. Eine Stadt nur aus Adeligen gibt's also nicht. Und ob Anno im Browser überhaupt Spaß macht, das schauen wir jetzt. Wie ein typisches Browser-Game läuft Anno Online auch dann auf dem Server weiter, wenn wir offline sind. Hier der typische Ablauf, wenn wir wieder online gehen. Wir checken die Nachrichten, da wurden zum Beispiel Inseln und ein Schatz entdeckt. Ein paar Nebenquests gibt's auch, die sind allerdings meist super simpel. Wir sollen Waren beschaffen, die wir meist eh schon haben. Wichtig ist nur, dass wir von allen Gütern Überschüsse produzieren, auch von Rohstoffen wie Getreide und Zwischenprodukten wie Mehl. Wesentlich komplexer sind hingegen die Hauptaufträge, die uns gleichzeitig durchs Spiel führen. Unsere Stadt soll 2000 Kaufleute beherbergen, wir sollen ein Lagerhaus ausbauen, eine Papiermühle herstellen. All das ist aufwendig und oder teuer, wie wir gleich noch sehen werden. Schließlich schicken wir unsere Schiffe los, zumindest diejenigen, die keinen automatischen Transportauftrag haben. Also Entdeckerschiffe und Schatzsucher. Und hier haben wir ihn, den ersten großen Unterschied zu den klassischen Annos. Das fängt schon beim Schiffsbau an. Wir können ein Schiff nämlich nicht direkt in Auftrag geben, sondern müssen erst beim Schiffsbauer Schiffsteile produzieren, nämlich Planken und Segeltuch, die es in unterschiedlicher Qualität gibt. Faustregel, je besser das Schiff sein soll, desto besseres Material brauchen wir. Auch zusätzlicher Frachtraum oder schnellere Segel lassen sich beim Schiffsbauer ordern. So, und jetzt dauert's erstmal eine Stunde und 40 Minuten, bis unsere 5 Planken fertig sind. Für die Standardausführung wohlgemerkt. 5 Segeltücher brauchen dann nochmal so lang. Spätestens jetzt merken wir, Anno Online spielt sich ganz schön langsam. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Minutenzähler. Beim Schiffsbau unbedingt beachten, Anno Online hat andere Schiffsklassen als die Kriegs- und Handelskähne der Vollpreisspiele. Kriegsschiffe gibt's nämlich überhaupt nicht, sondern Segler zum Schatzsuchen, zum Inseln entdecken und zum Kolonisieren einer Nebeninsel. Danach verschwindet das Schiff. Außerdem die typischen Pötte zum Waren rumschippern, Transportschiffe erledigen den Verkehr zwischen unseren eigenen Inseln, Handelsschiffe dürfen zusätzlich bei anderen Spielern Waren ein- und verkaufen. Die 5 Klassen gibt's wiederum in verschiedenen Größen und je besser das Modell, desto besser sollte auch sein Kapitän sein. Wichtig, die Kommandanten gibt's zwar im Shop, sie werden aber mit Spielgold gekauft, nicht gegen harte Euros. Zu den kostenpflichtigen Inhalten kommen wir gleich. Unser kleiner Schatzsucher braucht dann nochmal eine Stunde, bis er fertig ist. Größere Schiffe dauern 4 Stunden oder mehr. Auch der Warentransport zwischen unserer Hauptinsel Newport, der Hanfinsel Rabenhof und dem Kräutereiland Weblingen funktioniert anders. Unser mittleres Transportschiff kann zum Beispiel 70 Einheiten Güter befördern. Wie wir die aufteilen, ist egal, es gibt keine klassischen Frachtslots. Wir können also 70 Holz transportieren oder je 10 Holz, Stein, Werkzeug, Gewürze, Appleboy, Bier und Fisch. Allerdings gilt das Limit von 70 für den Hin- und den Rückweg. Wenn wir beispielsweise 70 Holz zur Zielinsel bringen, müssen wir danach leer zur Startinsel zurück. Warum das so ist? Damit ein Schiff nicht unfreiwillig mit Waren vollgestopft wird, dies wegen voller Lager am Zielhafen nicht mehr los wird. Das kann nämlich schneller passieren als in normalen Annos, die wir ja immer im Blick haben. Bei Anno Online hingegen pendeln die Schiffe ja auch nachts, wenn wir offline sind und schlafen. Ach ja, unser Schiff braucht für die einfache Strecke 15 Minuten. Produktionsinseln gibt's in 3 Größen, klein, mittel und groß, und alle haben bestimmte Fruchtbarkeiten. Hier wächst zum Beispiel Hanf, den wir für Leinenklamotten brauchen. Oder für besseres Segeltuch. Weil unsere Transportschiffe für eine Tour so ewig lang brauchen, ist der Ausbau einer Insel schon wieder sehr zeitaufwendig. Schließlich müssen wir die meisten Baumaterialien selber ranschaffen.
Auf Weblingen bauen wir im großen Stil Kräuter an, die wir fürs Bierbrauen in den heimischen Brauereien brauchen, zusammen mit Getreide. Auch Bodenschätze gibt's auf den meisten Inseln, hier sind es zwei Salzvorkommen. Hier die Inselübersicht. Neben unserer Hauptinsel dürfen wir 8 weitere besiedeln, aber Obacht, gratis sind nur 4 davon, alle anderen müssen wir für echtes Geld freischalten. Und das ist richtig teuer. Um die 7,50 Euro kostet allein schon der Slot für ein extra Eiland. Da ist die Insel nicht mal inklusive. Aber wie gesagt, zu dem Kostenmodell kommen wir noch. Wichtig ist, dass wir unsere Inseln geschickt wählen, sodass alle Fruchtbarkeiten und Vorkommen abgedeckt sind. Pelze, Salz, Süßwasser, vielleicht noch Getreide, auch wenn das auf unserer Hauptinsel ebenfalls wächst. Über diese Übersicht springen wir übrigens auch zwischen unseren Inseln hin und her. Es gibt keine zusammenhängende Spielwelt. Jede Insel hat einen eigenen Bildschirm, in den die Schiffe sozusagen hineinteleportieren. Falls es trotz Produktionsinsel und ausgeklügeltem Warentransport mal eng wird mit dem Nachschub, lassen sich einzelne Betriebe mit Kuchen oder Salatspenden für eine gewisse Zeit effektiver machen. Hier setzen wir Kuchen ein, um eine halbe Stunde lang den Output einer Brauerei zu pushen. Das Bier für die Kaufleute muss schließlich fließen, das verstehen wir sehr, sehr gut. Einen Teil der Spielzeit sind wir auch damit beschäftigt, auf der Hauptinsel Gebäude zu verschieben. Denn zum einen wird der Platz schnell knapp, zum anderen ist es eine Wissenschaft für sich, alle Gebäude geschickt zu kombinieren. Schon für Kaufleute muss ein Schuldturm in der Nähe sein, ein Turnierplatz und ein dicker Marktplatz sowieso. Zum Glück können wir Gebäude komplett verschieben, statt sie abzureißen und neu zu bauen, was aber auch geht. Trotzdem nervt die Tetris-artige Fummelei ganz schön, aber wir wollen halt so effizient wie möglich siedeln. Und jetzt wird's richtig heftig. Alle Inseln sind anfangs von dem Nebel überwabert, den wir erst lüften müssen. Um so ein Gebiet aufzudecken, brauchen wir jede Menge Futter, Getränke und Steuereinnahmen und schon wieder Geduld. Hier dauert's einen ganzen Tag, bis das Gebiet bebaubar ist. Später werden's gar 2, 4 oder noch mehr Tage Wartezeit. Für echtes Geld können wir das hier umgehen, das kostet aber satte 3,70 Euro bis 5 Euro, je nach gekauftem Rubine-Paket. Das vorzeitige Freischalten weiterer Nebelgebiete auf der Hauptinsel ist sogar noch teurer. Für den letzten Sektor werden dreiste 25 Euro fällig. Aber wie gesagt, wir können alles auch mit Nahrung, Getränken, Steuern und viel Warterei freischalten. Besonders fies, aber auch spannend, wir brauchen dringend einen Bauplatz an einem Fluss für eine Papiermühle. Der Inselübersichtsbildschirm hat zwar verraten, dass hier so ein Bauplatz zu finden ist, aber nicht in welchem Nebelsektor der liegt. Gerade haben wir den Nebel teuer und 2 Tage lang gelüftet und Glück gehabt, wir haben tatsächlich Süßwasser gefunden, sogar an 2 Bauplätzen. Bis die Papiermühle fertig ist, vergehen nochmal ein paar Stunden, wir müssen erst Holz und vor allem Werkzeuge ranschaffen. Außerdem brauchen wir Material für ein Markthaus, weil das Papier ja per Karren abgeholt werden muss. Kaum steht die Papiermühle, kommt der nächste Auftrag, eine Druckerei muss her. Denn die Kaufleute wollen keine einzelnen Blätter, sondern ganze Bücher. Also mal zusammengefasst, wir brauchen Holz, das die Papiermühle zu Papier verarbeitet. Das Papier wird dann beschrieben, fertig ist das Buch. Aber Moment, womit schreiben wir eigentlich? Mit Tinte aus Indigo. Und Indigo können wir wo anbauen? Auf einer Insel mit Indigo-Fruchtbarkeit, stimmt's? Falsch. Indigo können wir nicht selber produzieren, den müssen wir handeln. Der Handel funktioniert ähnlich wie der Warentransport zwischen unseren Inseln, nur dass wir mit dem KI-Nachbarn Northburg und anderen Spielern handeln, die ihre Waren anbieten. Übrigens eine der wenigen Gelegenheiten, zumindest irgendwie mit anderen Spielern was zu machen, denn Anno Online spielt sich sehr einsam. Immerhin gibt's verschiedene Chaträume und hier ist wirklich immer was los. Fragen werden sofort und freundlich beantwortet, sowohl von Moderatoren als auch von anderen Spielern, vorbildlich. Man merkt aber auch, dass manche Spieler offensichtlich im Spiel wohnen und sich untereinander ewig kennen. Da wird gegrüßt, geknuddelt und mehr oder weniger plump geflirtet. Fast schon wie eine Flirtbörse mit Spiel drumherum. Das muss man abkönnen oder den Chat einfach zur Seite schieben. So, und damit wären wir beim Shop. Dass Anno Online sich sehr, sehr langsam spielt, haben wir ja mehrfach gezeigt. Nochmal der Hinweis, man kann das Spiel komplett bestreiten, ohne einen Cent auszugeben. Es dauert nur echt lang. Da möchte man schon manchmal schneller vorankommen, sollte aber genau hinschauen, was man fürs Geld bekommt. Denn die Preise sind teils deftig, Stichwort 25 Euro fürs sofortige Sektor freischalten. Fertig erkundete Inseln liegen schnell bei 20 Euro, die größte und teuerste bei dreisten 57 Euro. Aber auch fertige Schiffe gehen ins Geld, schon der kleine Transportsegler kostet mehr als 3 Euro, der große 10. Also unbedingt nachrechnen und um Himmels Willen vor jedem Kauf genau überlegen, ob die umgangene Wartezeit das Geld wirklich wert ist.
Hier noch die Wechselstube, in der wir für harte Euro Rubine kaufen. Für das kleinste Paket mit 440 Rubinen kriegen wir gerade mal kleine Mengen Rohstoffe, etwa gut 700 Einheiten Holz. Große Warenstapel kosten hingegen 490 Rubine, da reicht das kleinste Rubine-Paket gerade nicht aus. Immerhin können wir seit einem Patch am 6. August bestimmte Waren auch gegen Spielgeld kaufen. Holz, Indigo und Gewürze zum Beispiel, aber keine Steine. Immerhin gibt's bei Levelaufstiegen, die wir durchs Questerfüllen schaffen, ein paar Rubine gratis, aber wirklich nur ein paar. Optisch muss sich Anno Online für ein reines Browserspiel echt nicht verstecken. Das Flash-Programm hat quasi die 3D-Gebäude aus Anno 1404 runtergerechnet. Der Wuselfaktor ist zwar niedriger, reicht aber aus. Immer dran denken, hier ist nichts Client-basiert, man muss nichts herunterladen und installieren. Auch das Zoomen klappt gut, gerade auf unserer Hauptinsel würden wir uns sonst tot scrollen. Wer mag, kann neuralgische Punkte auch auf einer Zifferntaste speichern und sofort hinhüpfen. Übrigens sollen über 1500 Gebäude auf unserer Insel darstellbar sein. Blue Byte erzählt zwar stolz, dass Gebäude gleichen Typs auch mal leicht anders aussehen, davon sehen wir hier aber nichts. Alle Getreidefarmen gleichen sich wie ein Strohhalm dem anderen. Die Anno-Serie war ja noch nie sonderlich hektisch. Doch gegen Anno Online spielen sich alle Offline-Serienteile wie Need for Speed mit Dauer-Nitro-Boost. Vor allem die Startphase ist zäh, je nach Spielweise und Zeit dauert es ein paar Tage bis eine Woche, bis wir überhaupt das erste Schiff gebaut haben. Da müssen wir durch. Doch mit dem einsetzenden Schiffsverkehr wird das Spiel auch komplexer und fordernder. Selbst alte Anno-Hasen müssen genau planen. Denn wenn wir abends eine Transportroute von einer Versorgungsinsel zu unserer Stadt einrichten und uns verkalkulieren, dann sind die Folgen heftiger als bei einem normalen Anno. Wenn die ganze Nacht über Holz statt Kräuter geliefert wird, fällt die Bierbrauerei aus, die Stimmung sinkt, damit der Steuerbetrag. Und wir finden morgens grummelige Bewohner und eine leere Kasse vor, aber dafür auch jede Menge Holz. Wer nicht nur ein-, zweimal am Tag ein paar Minuten lang spielen will, der kann in Anno Online richtig Zeit verbraten. Spätestens ab der Kaufmannsstufe und einer Handvoll Schiffe gibt's eigentlich immer was zu tun, zu optimieren, umzubauen, zu verschieben. Fast wie in einem Vollpreis-Anno also, nur viel langsamer oder viel teurer, wenn man eben nicht nachrechnet.